Liebe Brüderinnen, liebe Brüder, in Kürze beginnt wieder die Aktion Stadtradeln. Vom 3. bis zum 23. September zählt dann wieder jeder beruflich oder privat gefahrene Kilometer. Wichtig ist, dass möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Jeder von uns hat im Rahmen des Wettbewerbs die Gelegenheit, einen kleinen Beitrag zur Verbesserung unserer Umwelt zu leisten und den Radverkehr zu fördern. Beim Stadtradeln in Brühl können sich alle Brühlerinnen und Brühler, die hier in Brühl wohnen, anmelden, aber natürlich auch Personen, die in Brühl arbeiten. Und ein besonderer Aufruf geht an meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Rat der Stadt Brühl. Im vergangenen Jahr hatten wir immerhin 686 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 36 Teams und geradelt wurden mehr als 118.000 Kilometer. Ein toller Anreiz, mal sehen, was in diesem Jahr klappt. Unter www.stadtradeln.de/brühl oder über die Stadtradel-App oder wie hier über www.brühl.de/stadtradeln kann man sich registrieren und danach einem Team beitreten oder ein neues gründen. Während des Aktionszeitraumes fährt man dann möglichst viel Fahrrad und trägt seine zurückgelegten Kilometer hier ein. Natürlich sind wir alle ehrlich. In diesem Jahr gibt es noch die Zusatzfunktion Radar, bei der alle Teilnehmenden auf einer Karte des Brühler Stadtgebietes Probleme oder Vorschläge rund um das Fahrrad eintragen können. Alle Eingaben werden im Nachgang bearbeitet und es gibt eine Rückmeldung dazu. Auch in diesem Jahr haben wir eine weitere Neuerung, nämlich das Begleitprogramm, das von den Kolleginnen und Kollegen zu Stadtradeln organisiert wurde. Insgesamt finden 13 Einzelaktionen statt, außerdem verschiedene Touren vom ADFC und wöchentliche Filmabende in unserem Zoom-Kino. Alle Details finden Sie in dem Programmheft. Da steht natürlich auch auf unserer Homepage zum Download bereit, ist aber auch im Brühl-Info zu erhalten. Zum Beispiel findet am 4. September abends im Max-Ernst-Museum die ganz tolle Show Wildes Europa statt, bei der multimedial von einer 6-monatigen Familientour per Lastenfahrrad berichtet wird. Am 7. September gibt es nachmittags ein kostenloses Pedelec-Training. Am 10. September können Jugendliche nachmittags eine professionell begleitete Mountainbike-Tour durch die Ville machen. Am 14. September sind die Brühler Unternehmen eingeladen, im Brüneo mit Fachleuten über das Thema betriebliche Mobilität zu sprechen. Und am 17.09. gibt es für alle Radpendlerinnen und Pendler ein kleines Dankeschön am Brühler Bahnhof. Ein tolles Angebot für alle Zielgruppen. Kurz vor dem Stadtradeln am 1. September findet mein Live-Chat statt auf Instagram zum Thema Stadtradeln und Radverkehr hier in Brühl. Dann hoffe ich, dass Sie mitmachen beim Stadtradeln. Gewinnen Sie einen der wertvollen Preise und achten Sie auf unsere Aktionen und Mitmachgelegenheiten. Ich sage allzeit gute Fahrt und viel Spaß!